keinen russischen Wodka mehr im Supermarkt. Auftrittsverbote für russische Künstler und russische Katzen. Russischer Zupfkuchen wird umbenannt, ebenso wie ein Wildschwein, das Putin hieß. Und außerdem sollen wir frieren für die Freiheit in der Ukraine. Nicht alles, was derzeit zur Unterstützung der Ukraine läuft, regt zum Beifall an. Manches wirkt ein bisschen lächerlich vielleicht, etwas absonderlich. Anderes ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Um das einordnen zu können, muss man sich erst einmal in Erinnerung rufen, was das Wesen des Krieges überhaupt ist. Um es kurz zu umreißen, bedeutet das, man fügt den anderen Schaden zu, bis er das tut, was man von ihm will. Im Allgemeinen schießen zu diesem Berufe Soldaten aufeinander. Dabei hat der gegnerische Soldat nicht etwa etwas falsch gemacht oder ist schlichtweg ein schlechter Mensch. Im Gegenteil, vielleicht steht er ja seinem eigenen Land ebenso kritisch gegenüber. Aber das alles zählt eben nicht in einem Krieg. Es geht darum, dem Gegner den größtmöglichen Schaden zuzufügen, indem man dessen Soldaten tötet oder verletzt. Trotzdem gibt es im Krieg auch Regeln. Wenn sich ein gegnerischer Soldat ergibt, dann tötet man ihn nicht, sondern man nimmt ihn gefangen. Das ergibt sich nicht nur aus dem Prinzip menschlicher Werte, sondern ist ebenso klug. Jemand, der weiß, dass er ohnehin getötet wird, wird wesentlich stärker und vehementer Widerstand leisten. Nun befinden wir uns nicht im Krieg. Die überwiegende Mehrheit in Politik und Gesellschaft will aber dennoch die Ukraine unterstützen. Die Frage ist nur, wie? Das Einfachste ist, humanitäre Hilfe zu leisten oder Flüchtlinge aufzunehmen. Dabei schadet man nicht den Gegner, also Russland, sondern mindert nur den Schaden, den die Ukraine oder die Ukrainer erleiden. Sobald man darüber hinausgeht, fängt man an, dem Kriegsgegner, also Russland, zu schaden. Ob man dann offensive oder defensive Waffen liefert, verschiebt nur die Kausalkette. Wenn man ein Gewehr liefert, erschießt vielleicht ein Ukrainer einen russischen Soldaten, von dem wir vorher festgestellt haben, dass er vielleicht auch Putin gar nicht so mag. Aber das ist eben das Wesen des Krieges. Liefern wir nur Schutzwesten, verhindern wir zunächst einmal nur, dass beispielsweise ein ukrainischer Soldat erschossen wird. Aber mit der Folge und letztlich auch mit der Absicht, dass dieser später einen russischen Soldaten erschießen kann. Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung der Ukraine sind Sanktionen gegen Russland. Das Liebste wäre, diese würden dann nur den bösen Putin und seine direkten Unterstützer treffen. Das ist aber entsprechend schwierig. Natürlich kann man ein paar Oligarchen ihre Yachten und Häuser wegnehmen, wobei sich da auch schon die Frage stellt, ob es da auch die Richtigen trifft, denn von diesem Klientel würde wohl ein nicht geringer Anteil am liebsten einfach seinen normalen Geschäften nachgehen. Nachdem selbiger Personenkreis aber eng mit Putin verbandelt ist, trifft es zumindest nicht die Falschen. Sanktionen oder Blockade von Gütern und Geld haben das primäre Ziel, die Kriegsmaschinerie zu behindern. Da Russland über wesentliche Rohstoffe jedoch selbst verfügt,
geschieht dies vor allem durch den Entzug von Devisen. Die Auswirkungen sind damit freilich begrenzt. Sanktionen zielen aber ebenso darauf ab, die komplette Wirtschaft zu lähmen. Damit treffen sie dann freilich nicht nur Putin und seinen direkten Umkreis, sondern eben die gesamte Bevölkerung. Diese, so wird dann oft eingewendet, kann aber eigentlich gar nichts für den Krieg. Hier sei aber auch an den russischen Soldaten verwiesen, der erschossen wird. Auch der kann mutmaßlich gar nichts für den Krieg. Aber das ist eben das Wesen des Krieges. Es ist genau das Ziel der Sanktionen, das Leben für die Bevölkerung unangenehm zu machen, um so eine entsprechende Verhaltensänderung der Führung zu erzielen. Und dazu gehört eben, dass auch der Verzicht auf russisches Öl eben weniger Devisen in das Land bringt. Und das Land dann auch entsprechende Leistungen, wie beispielsweise Rente, nicht mehr leisten kann. Auch keine Devisen durch Verzicht auf den Verkauf von Wodka laufen da in die gleiche Richtung. Oder eben auch kein Support im IT-Bereich. Ausschluss von Computerspielen, Katzenschaus und Instagram. Ja, das trifft eigentlich Unschuldige. Ebenso, wie schon mehrfach festgestellt, die im Krieg abgefeuerte Kugel. Es ist eben das Wesen des Krieges. Umbenennungen von Zupfkuchen oder Wildschweinen bewirken aber gar nichts. Man hätte das Schwein besser geschlachtet, gebraten und das Fleisch an Flüchtlinge verteilt. Das hätte wenigstens etwas gebracht. Genauso aber wie im Krieg Regeln gelten, sollte es auch bei den Sanktionen Regeln geben. Dies gebietet nicht nur der schon vorher erwähnte Bezug auf menschliche Werte, sondern ebenso die Klugheit. Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, dass man statt eines Widerwillens der Bevölkerung gegen die eigene Führung oder eine Zermürbung eher eine Art Wagenmentalität, eine Art Wagenburgmentalität kreiert. Ausschluss von medizinischer Versorgung oder ähnliches sollten daher ein Tabu sein. Ebenso unsinnig sind Sanktionen, seien sie nun verbal oder gar körperliche Angriffe oder gesellschaftliche Missachtung gegen Menschen russischer Abstammung hier in unserem Land. Zumindest wenn sie nicht in einem besonderen nahe Verhältnis zur russischen Regierung stehen. Diese Menschen leiden ohnehin schon unter dem Krieg. Dafür sorgt schon Putin. Wir müssen da gar nicht nachlegen. Im Gegenteil, wir können uns als besseres Gesellschaftsmodell zeigen und so Alliierte schaffen.